wollt ihr jetzt noch machen? Bei uns in steilfelsigen Gebirgstälern oder in großen, zusammenhängenden Waldungen da, dort die nötige Ruhe findet, um seine Brut groß zu ziehen. Durch ein Uhu erreicht ein Gewicht von bis zu 3 Kilogramm, Flügelspannweite dabei um 1,60 Meter. Diese Rollen haben Greifvogelarten gegenüber einige Besonderheiten. Da sie sehr langsam sind, hat dabei ein Körpergewicht von gerade mal 700, wie wir es gerne von Ihnen hätten. Zum einen sind das ja keine Maschinen, die auf Knopfdruck funktionieren. Zum anderen können und wollen wir bei der Ausbildung auch keinerlei Druck auf den Reifen ausüben, wie man das vielleicht in der Ausbildung besser oder wunderbar. Ein Greifvogel wird das nicht verstehen, nicht akzeptieren. Die haben sich aber unter Umständen für immer von uns entfernen. Jetzt geht er weg. Ein Feigling, der hier trainiert, ist ein Lammerfeigling. Diese Lammerfeigling besiedeln sich Europa, die Balkanhalbinsel, Algerien und Marokko. Dort bevorzugen sie steilfelsige Gebirgslandschaften. 450 bis etwa 850 Gramm. Dieser große Gewicht. Ein Feigling orientiert sich hier im Moment. Schon geht's los. Ein Feigling fliegt raus ins Tal, er steigt ein bisschen an, holt Ringbilder Feiglings auf den Feigling aus. Ja, und dieser hat das Federspiel jetzt hier, dann wieder an. Diesen Mal darf es aussehen, als würde den Feigling ärgern. Ihm danken, weil dieses Federspiel ist ja weggezogen. Dem ist aber nicht so, denn auch in freier Wildbahn benötigt solch ein Feigling mindestens 15 Jahre Kriege, um einmal erfolgreich heute schlagen zu können. Ein Sackerfeuche, der hier trainiert, hat eine Spannweite knapp. Das lässt das Kleine wieder von an. Und dann wird das unser Seeadler, der befindet sich bereits im Alterskleid, mit dem hellen Kopf, dem charakteristischen weißen Stoß und diesem fahlbraunen Fieder. Das war ein europäischer Spannlein um 2,50 Meter, dabei ein Körpergewicht von rund 5 Kilogramm. Bei uns in Deutschland sind europäische Seeadler noch heimische Blutvögel in Mecklenburg vorkommen. Sachsen, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Bayern mit rund 500 Tagen. Ja, und so ein Seeadler ernährt sich überwiegend vom Fischfang. Ja, ist also durchaus. Wow, Windstoß. Ich bin ein Seeadler. Das sollte ich umlassen. Unser Seeadler, der verabschiedet sich von Ihnen. Vom Bund. Ich lege mich ganze und wendige Flieger, die ganz dicht über die Wasseroberfläche streichen und Fische, die sie knapp unter Aufhalten herausgreifen. Und wie elegant so ein Schneiseadler fischen kann, möchten wir hier natürlich auch mal zeigen. Wer denkt? Startposition. Elegantes Fischen. Vielleicht noch nicht am Auto.
Fertig? Startposition. So, ganzes wirkliches Fischspiel. Schnabel wirft die um sich. Bevorzugt natürlich auch wieder am harten Untergrund, ein bisschen auf den Bruch gehen, in aller Ruhe den Eiweiß fressen lassen. So, Schmutzka auf der Suche nach hartem Untergrund. Bevorzugt Kniescheiben. Da kann man rauf, schützen Sie aber keine Schale. Nein, hier auf der Wiese braucht der Schmutzka ein kleines technisches Hilfsmittel. Aber ich bin natürlich auch dabei, einen Steinbeck. Oh, so richtig Eile hat der Geier nicht. Seine Beute rendert den Kampf nicht mehr weg. Nein. Doch, also man umdrehen darf ich. Nehmen. Das ist auch der heute sein, weil ich nehme nur mal den Stein. Ich mache nur darauf, je größer ich den Stein bemesse, umso unkonzentrierter wird die Dame und mein Lieder daneben. Ist das hier recht? Ja, also. Wohl, Gelsmann. Jawohl. Seine afrikanischen Artgenossen hier direkt. So, und die beiden Lanafalken begleiten uns jetzt auch weiterhin hier durchs Training. Wir kommen nun zu den größten Reiten, zu den sogenannten alten Geiern. Da kommt der zweite. Ja, wow. Riesel der Obergänze. Ja, wenn da gibt es Platz nicht. Ui! Geil!
So, erster Geier auf dem Weg nach Berlin. Das ist ein Gänsegeier. Diese Gänsegeier, sie haben den Namen. Gänsegeier erreichen gute Spannweiten von rund 2,70 Meter. Körpergewicht dabei 7 Kilogramm. Und diese Geier sind exotische Tiere, die das im ersten Moment vielleicht den Eindruck erweckt. Diese Geier lebten bis vor etwa 150 Jahren selbst hier in dieser Region. 1994 haben auch erstmals wieder Gänse. Ja, Geier sind also sehr gesellige Tiere, gerne Kolonien von bis zu 50 Tieren. Aber der benutzt.